natürlich ein Fauxpas. Mist. Wer ist noch wach? Herkules. Okay. Geht erstmal ins Bett. Verdammt, danke für den Hinweis, Trebor. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab's gesehen. So. Red Moon, üppige Mahlzeit und danach reißt du das Ding runter. Und dann warten wir auf Gonchi. Der soll dann eine neue andersrum einbauen. Hey, nicht aufgepasst, verdammt. So, Red Moon, tu mir einen Gefallen und schmelz hier weiter ein. Na komm, Gonchi. So. Also, Klimaanlage. Gott sei Dank, falsch rum eingebaut. So ein Mist. So, jetzt können wir da auch schön runterkühlen. Wir sind jetzt schon bei 3 Grad im Kühlraum. Es wird langsam. Das ist die Frage. Ich glaube, für so eine große Küche brauche ich dann auch eine zweite Kühlanlage. Also, setzen wir hier eine noch ein. Hitzewelle ist vorbei, Gott sei Dank. Minus 1 Grad wieder in der Kühlkammer. Oh Gott. Dann können wir natürlich wieder hochgehen von der Temperatur. Wir gehen mal auf 15 Grad, das müsste reichen. Für den Sommer. Dann stellen wir mal die 21 ein. Mist. Red Moon soll dann weiter veredeln. Lol. Ah, the priest. Sehr schön.
So, 21, 21, 21, super. Läuft. Psychische Beruhigung. Das ist gut. Eine entfernte Maschine macht Glücksgeräusche. So, Gonchi könnte jetzt mal... Er kann er noch nicht. Was? Es fehlen Bauteile? Jetzt haben wir ein Problem. Die Hitzewelle haben auch nicht viele überlebt, ja? Wir versuchen mal, die Alpakas zu zähmen. Was ist denn mit unseren Dromedaren? Kann ich für nichts weiteres nehmen. Keine Forschung, ich weiß das. Jetzt kann die Kühlanlage endlich gebaut werden. Das bedeutet, wir können diesen Raum abreißen. Genau. Wieso ist Herkules immer auch keinen Schlaf. Okay, weißt du was, Herkules? Dann reißt du hier alles ab. Danach wird aufgeräumt. Eine neue Abstimmung. Kolonist, Invasion oder ein Drop. Da bin ich gespannt. Oha. Das riecht schwer nach einer Invasion, die mir der Chat hier verpasst. Invasion kommt. Belagerung. Planetare GmbH. Mensch, mit denen haben wir doch eben noch einen guten Handel gemacht und so beruhigt. Und ihr seht es an der blauen Schrift. Das ist eine Quest, die uns der Chat geschickt hat. Eine Invasion. Unten rechts in der Ecke kommen sie. Pistole, ein Gewehr, verdammt. Granaten, Splittergranaten, Maschinenpistole, noch eine, ein Messer und nochmal Granaten. Splittergranaten. Okay.
alle zurück auf ihre Posten, sage ich dann nur. So. Sammeln die sich erst oder greifen die an? Was denn das? Mörser. Okay, ich glaube, wir können sie nicht da oben empfangen. Wir müssen angreifen. Ja, ich sehe es, dass sie sich festbauen. Oh. Und das ist nicht gut. So, welche Reichweite habe ich mit der Lanze? Ja, da müssen wir noch ein bisschen tiefer. Ich muss mal gucken, wie weit ich ran muss, damit ich auch alles treffe. Okay. Die Jungs mit den Gewehren gehen schon mal vor. Der Rest muss näher ran. Reicht das? Warte mal, wie war das mit dem Tier? Ich kann doch ein Kampfgebiet zuweisen, ne? Für den Panther zum Angriff. Von der Leine lassen. Tier. Goldkante. Ah nein, stopp. Tier. Druff. Attacke.
wo rennst du hin? Ach du Scheiße. Der Kackmörser. Der Mörser ist eigenständig, oder? Den muss ich so ausschalten. Kann ich ihn in Besitz nehmen? Muss da jemand hin? Red Moon sieht gar nicht gut aus. Joachim. Schnapp die Red Moon und verschwinde. Der flieht. So, was ist jetzt mit diesem Geschütz? Nicht geladen. Okay, ich glaube, dann herrscht keine Eile. Joachim hat seinen Auftrag. Oh mein Gott, ja. Ich hatte hier die Augen. Red Moon hält sich die Augen zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist keine automatische Waffe, okay. Alles klar. Dann heißt es jetzt durchatmen. Black geht zurück, das ist okay. Erstmal erlauben wir hier alles zum Mitnehmen. Das hat Prio. Den kann ich deinstallieren. Ach, wie geil. Sehr cool. Und das ist die Mörser-Munition, HE-Granaten. Die haben dann auch Prio. So, Gonchi. Nimmt die mal gefangen. Hätte schlimmer kommen können, aber sowas von. So wie du sie jetzt aufgestellt hast, schießt du gegen die Wand. Ja, ich muss dann mir das Ding eh nochmal angucken. Der runde Kreis muss da sein, wo du die Gegner treffen kannst, nicht gegen die Wand. Mörser schießt in alle Richtungen, okay. Also da gibt es Unterschiede. Aha. Also wir werden sehen. Erstmal versuche ich hier Ordnung in dieses Chaos zu bringen und gucke, ob ich noch Lebende finde. Blackhead ist verwundet. Ich muss mal ein paar mehr Betten einrichten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt.
Gonchi hat den Auftrag. Ruht sich aus. Wie sieht's aus? 10 Stunden. Okay. Keine unmittelbare Gefahr. Dann kann Herkules oder Bruce. Bruce würde auch gehen. Bruce kann sich das Geschütz schnappen. Interessant. Vielleicht hätte ich warten sollen, bis sie das zweite Geschütz aufbauen. Aber das wäre dann wahrscheinlich für mich nicht so lustig gewesen. Mein Panther. Okay, Goldkante kriegt außer Haus zugewiesen und die Zone werden wir jetzt wieder einstampfen. Alter Schwede. Behandlung benötigt. Ja, ich weiß. Ah, okay, Bruce hat aufgebaut. Bruce. Hast du ärztliche Kunst? Medizin 2. Dann wird Bruce... mal kurz ins Bettchen gehen. Black Angel ist total langsam. Hat Medizin 5, kann also Bruce behandeln. Wird er auch tun. Dann haben wir das erstmal. Nee, oder? Nicht ein zusätzlicher Überfall. Sie greifen sofort an. Oh nee, das kommt ja jetzt zur Umzeit, oder? Joachim hat noch... oh, verdammt. Und ich habe hier keine Fallen drin. Alter, jetzt wird's aber... zum Problem. Der hat eine Schrotflinte, das sehe ich jetzt schon. Pistole, die haben alle Fernwaffen. Jawohl, Pistolen. Scheiße. Oh, Red Moon. Alter Schwede. Da ist ein toter Pirat. Okay. Der behandelt bereits. Medizinischer Notfall.